Ali, hallo, hallöle, hier ist mal wieder eure Cameo-Maus, der Andreas. Und heute mache ich weiter, wie versprochen, mit dem Nachzeichnen für Leute, die die Designer oder Business Edition oder irgendwas dazwischen haben. Okay, wie immer, ich arbeite mit der Version von Silhouette Studio 4.4.552SSBE. Das ist jetzt gerade die neueste Version. Ich arbeite auf einem MacBook mit dem neuesten Betriebssystem Big Sur. Und wie immer an dieser Stelle, ich weiß, es langweilt euch, aber es ist mir egal. Ich empfehle euch den Kauf der Designer Edition, weil sie euch vieles erleichtert und euch wirklich mehr Möglichkeiten gibt. Okay, das zu dem Thema. Wir machen hier zu und ihr seht, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Wir gehen wieder zu meinem Lieblingssymbol, das ich sehr, sehr schlecht finde. Das ist dieser Schmetterling und diesen Teil haben wir ja schon abgefrühstückt und jetzt kommen wir zu dem Teil mit dem speziellen Teil für DE und Business Edition. So, da haben wir zum einen mal mit nach Farbe nachzeichnen. Eine sehr schöne Funktion, in diesem Fall jetzt habe ich ja normalerweise nur die Möglichkeit, das Ding einmal zu markieren. Den Bereich zum Nachzeichnen markieren. So. Und ich ziehe das auf und jetzt habe ich die Wahl, was ich alles markieren möchte. Ich kann natürlich jetzt hier noch ein bisschen was dazugeben, damit alle Farben reinkommen. Ihr erinnert euch, es werden immer mehr Farben dazugenommen. Und ich habe das ganze Ding markiert, aber ich kann damit jetzt nichts anfangen. Weil ich möchte jetzt zum Beispiel das Ganze zerlegen und mit eigenen Farben neu zusammensetzen. Wir sind uns einig, da ich das selbst erstellt habe, brauche ich jetzt hier nicht die Gruppierung auflösen. Aber ich kriege jetzt einfach ein Bild und möchte das, ein Foto, ein JPEG und möchte das jetzt so auflösen. So, jetzt gehe ich auf diesen Bereich mit nach Farbe nachzeichnen. Ich klicke einfach drauf und dann geht mir das Fenster auf. Die Farbe, die ich ausgewählt habe, die wird dann markiert. Ich kann jetzt sagen, Toleranz, ich kann noch ein bisschen was mit reinnehmen, was mit rausnehmen. Ihr seht, je mehr ich die Toleranz erhöhe, so ähnlich wie der Schwellenwert, umso mehr benachbarte Farben werden dazugenommen. Okay? Und da in diesem Fall das Orange sehr dicht an dem Rot ist, ist es natürlich auch so, dass, wenn ich jetzt die Toleranz aufziehe, irgendwann das Ganze auf Orange überspringt. Gut, das ist jetzt einfach ganz normal nachzeichnen und wenn ich jetzt das Motiv wegziehe, habe ich das nachgezeichnet. Jetzt könnte ich mir diesen Stern nehmen, diesen Teil des Sterns nehmen, einfärben wie ich möchte und wir wieder einen neuen Stern zusammensetzen. Aber das machen wir erst bei der Funktion kopieren. Gut, das war dieser Teil. Ich gehe wieder zurück mit STRG Z. Das war das. Ihr habt natürlich wie immer, auch wie schon im ersten Teil erklärt, ich gehe nochmal drauf, die Möglichkeit, durchgehende Füllung, das was ihr jetzt seht, oder Kontur zu wählen. Dann wird nur der Außenrand genommen und da kann ich dann eben wieder spielen. Aber ich persönlich arbeite eigentlich immer mit durchgehender Füllung, weil ich das besser sehen kann. Ich bin alt, ich darf das. So. Das war jetzt zu dem Teil mit nach Farbe nachzeichnen. Ist eine ganz coole Funktion und tut eigentlich auch, was sie soll. Jetzt gucken wir mal ganz kurz was, weil sie sind ja jetzt für Designer Business Edition, also jemand dabei, der sich vielleicht ein bisschen mehr dafür interessiert. Ich gehe hier mal in die Punktbearbeitung. Und ihr seht, es sind doch relativ viele Punkte angelegt worden. Ich persönlich benutze die Funktion nachzeichnen, nur wenn ich es echt ganz, ganz eilig habe und bei ganz einfachen Motiven. Alles andere mache ich lieber händisch. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz. Ich gehe hier wieder zurück, mache alles wieder zurück. So, ich habe wieder mein normales Motiv. Ich lösche das Teil mal weg. So, ich scroll eigentlich im Normalfall näher ran. Und dann nehme ich mir diese Option. Und jetzt mache ich einfach nur 1, 2, na, ein bisschen, was macht der da? 3,
4. Ich bin zu dicht dran gegangen, ihr seht das. 5. So. Wenn ich jetzt rauskrolle. Andere Richtung. Ist heute nicht mein Tag, ist zu warm. So, wenn ich jetzt rauskrolle und hier auf die Punktbearbeitung gehe, seht ihr, ich habe 4 Punkte. Ihr erinnert euch daran, dass bei einer Vektorgrafik, je mehr Punkte ich habe, umso komplizierter wird das Ganze. Ihr habt noch eine Möglichkeit, es ohne händisch nachzeichnen zu machen. Und zwar könnt ihr... Moment. Ich mache das mal weg. Jetzt sind wir da rein. Ich zeichne jetzt mal wieder nach. Nach Farbe bitte. Ich zeichne nach Farbe. Ich sage nachzeichnen. Fertig. Und jetzt habe ich wieder ganz viele Punkte, die ich gar nicht haben will. Jetzt kann ich hier noch auf Vereinfachen klicken. Dann reduziert er mir die. Aber es bleiben immer noch mehr Punkte als die 4. Ihr werdet gleich sehen, beim nächsten Werkzeug wird es noch schlimmer. So, das war das dazu. Jetzt habe ich euch noch einen Stern vorbereitet, in dem eine Farbe zweimal vorkommt. Wir gehen nochmal auf Nachzeichnen und wieder auf Nachzeichnen nach Farbe. So, ich gehe hier unten rein und suche mir diese Farbe aus. Ihr seht, die wird gelb, aber das ganze Motiv ist in dem Markierenrahmen. Und jetzt gehe ich einfach nur auf alle Bereiche. Dann werden alle Bereiche, die in diesem Rahmen sind und die gleiche Farbe haben, wie das erste markierte Teil, mit markiert. Jetzt sage ich nachzeichnen. Und wenn ich jetzt rausgehe, ist es so. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und wenn ich nicht nur nachzeichnen sage und nachzeichnen und ablösen, ne? Egal, kann man doch an einer Stelle sehen. Und ich ziehe es jetzt raus, dann seht ihr, dass das geteilt worden ist. Es ist rausgelöst worden aus dem Ganzen. Okay, das dazu. Jetzt kommen wir zu dem Teil mit dem Magnetlasso oder Spur oder ich gucke mal nach, wie es heißt. Magnetspur. Ja, es gibt da verschiedene Bezeichnungen für. Was macht die Magnetspur? Gut, ich mache es mal am Anfang ein bisschen falsch. Die Magnetspur macht Folgendes. Hallo? Mein Rechner hat gerade, glaube ich, irgendwie ein Problem. Juhu! Hallo, Rechner! Magnetspur, jetzt. Magnetspur. Man sollte. Mein Rechner hat ein Problem. Es liegt nicht an mir. Es liegt am Rechner. Ganz sicher, MacBook ist schuld. Ich nicht. Wie kann man so doof sein? So, ich habe es vorher ausprobiert. Ich weiß, egal. Nicht mein Tag. So, ich mache es jetzt mal einfach für euch ein bisschen zu groß. Ihr seht diesen Punkt. Dieser Punkt guckt nach Kontrasten. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber fahre, über die Linie, dann ist der kleine rote Punkt in der Mitte das, wo er sich orientiert. Und ihr seht, das ist doch reichlich krackelig geworden. Ist schon ganz cool, aber doch zu krackelig. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, wie wir das Ergebnis verbessern können. Wir gehen wieder auf Magnetspur. Wir machen es diesmal kleiner. Ihr seht, der Punkt ist kleiner geworden. Ich scroll rein. Theoretisch scrolle ich rein. Nein, ich scrolle nicht rein, weil das ist blockiert bei dieser Funktion. Warum, weiß ich nicht. So. Jetzt gehe ich aber auf Magnetspur. Und ich sehe, ich müsste noch weiter rein. Ich gehe wieder raus. So, jetzt aber. Schauen wir mal. Ja, ich mache es ein ganz kleines bisschen größer. So, wenn ich jetzt da hingehe... Blöd ist natürlich, dass man den roten Kreis am roten Ding nicht so gut sieht. Und ich muss diesen großen Kreis, den muss ich immer an dieser Kontur lang bewegen. Ja? So, es geht weiter.
Oder es geht auch nicht weiter. Gerade wenn mich das Ding hier wirklich voll verarschen. So, dann mache ich das mit den Pfeiltasten. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, habe irgendwas nicht richtig gemacht. Wenn jemand weiß, woran dieses Problem gerade hakt, schreibt es unten drunter für die anderen. Ihr wisst ja, ich persönlich nutze diese Funktion kaum. Ja, gar nicht. Noch ein bisschen. Ja. So, und jetzt bleibe ich da dran. Und ihr seht, es passiert natürlich relativ leicht, dass man da einen Fehler reinkriegt. Deswegen werdet nicht zu klein mit diesem Kreis. Ihr könnt aber während der Arbeit die Größe des Kreises noch verändern. So, langfahren, aber es ist echt nicht meins. Ihr merkt es schon, oder? So, und geschlossen. So, jetzt sage ich nachzeichnen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich gehe raus. Ihr seht, das ist hier ein bisschen krickelig, aber gut, damit kann ich leben. Aber was viel tückischer ist, was mich tierisch nerven würde, wir gehen jetzt mal wieder in den Punktebearbeitungsmodus. Habt ihr das gesehen? Seht ihr das? Wie viele Punkte der gesetzt hat? Ich brauche 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt wieder die Möglichkeit, ihr könnt auf Vereinfachen drücken. Also immer, wenn ihr mit dieser Magnetspur gearbeitet habt, geht bitte auf Vereinfachen. Und wenn dann diese Punkte halbwegs vernünftig sind, dann könnt ihr jetzt mit Shift und Markieren die Punkte in der Mitte auch noch einfach weglöschen. Den würde ich auch weglöschen. Ihr müsst immer versuchen, so wenig wie möglich an Punkten zu haben, ist meine Meinung. Andere denken vielleicht anders. Und schon habt ihr das. Ich persönlich zeichne lieber selber nach, aber das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. So, ich hoffe, es sind da jetzt keine Fragen mehr übergeblieben. Das Thema Nachzeichnen ist damit beendet. Ich wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da, ein Abo oder vielleicht sogar die Glocke anschalten. Ich weiß ja nicht. Alles klar, bis dahin. Tschüss, euer Andreas, die Cameo-Maus.